Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zur Preview zu Breaking Point 2, der Fortsetzung des Story-Moduses Breaking Point, den man aus F1 21 bereits kennt, der, wie ich finde, immer sehr packend ist, sehr, sehr schön, sehr, sehr liebevoll gemacht. Das hat man auch bereits in der ersten Folge gesehen. Ich mag diese Cutscenes sehr. Man fühlt sich wirklich so richtig hier drin, so richtig in der Story, das fesselt mich immer voll. Das war vor 2 Jahren schon so und ist hier wieder super umgesetzt. Es gibt Probleme beim Team Connorsport, wo Devin Butler und Aiden Jackson Teamkollegen sind. Devin wird offensichtlich bevorzugt. Aidens Auto geht komplett kaputt die ganze Zeit. Auch zuletzt in der ersten Folge bereits. Checkt die gerne nochmal aus, falls ihr es noch nicht getan habt. Und was sagt Butler zu dem Ganzen? Natürlich, ich bin der Beste, ich bin der Geiste. Jackson kann gar nichts, das Auto kann gar nichts dafür, bla bla bla. Wie man ihn halt kennt, der gute, alte, sympathische Devin Butler. Ich bin gespannt zu sehen, wie das heute weitergeht. Heute gibt's den Kapitel 2 Teil dieser Preview, beim nächsten Mal dann noch Kapitel 3. Das ist dann leider auch schon alles, was in dieser Preview-Version zur Verfügung steht. Vielen, vielen Dank nochmal an EA, ich sag's gerne jedes Mal, fürs zur Verfügung stellen des Ganzen hier. Schauen wir direkt, wie es weitergeht. Lasst gerne ein kostenloses Abo vorher noch da auf dem Kanal, um keine weiteren F1 23 Videos zu verpassen. Rein geht's. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber auch schon so ein bisschen gereizt. Also Butler, weil der trifft irgendwie einen Nerv bei mir. Jedes Mal, wenn ich den reden höre, das ist schon sehr frustrierend. Eine Neuerung, die ja auch schon sehr angepriesen wurde hier in Breaking Point 2, sind gewisse Situationen, Szenarien und in dem Fall jetzt solche Antworten, mit denen man wirklich die Story beeinflussen kann. Und das ist nun die erste hier zu Beginn von Kapitel 2. With this being their home circuit, Stroll and Latifi have been all over local media this weekend. One particular outlet appeared bent out using our recent struggles to pump up the expectations of the home drivers. They indicated that Connorsport were easy fodder for the Canadian pair and that our drivers shouldn't put up much competition. Also die Local Media denkt, dass Latifi und Stroll besser sind als hier Jackson, als das Connorsport Team. Ne, wir sind da confident. Die zerstören wir. Sowas von. Devins Overpromise. Ah, der gute Devin ist mal wieder ein bisschen großkotzig, wie man ihn kennt. Devin was on a particularly popular streamer's channel earlier this week and promised a behind-the-scenes tour of our factory for next Thursday. This clashes with our scheduled team building days for the engineers back at the factory. Normally I would say we don't let Devin's flights of fancy interfere with our plans, but that video has received a lot of views. The streamer has contacted us to confirm the tour. What course of action would you like to take? Ich decline das Ganze. Wir sind voll dagegen. Devin soll hier nicht seinen Willen bekommen, oder? Wie seht ihr das? Dem Typ möchte ich nichts Nettes tun. Devin doesn't run this team, even if he thinks he does. So ist es. The team building goes ahead. Cancel the tour. Sofort. So sehe ich das. Alter, da gibt's, glaube ich, keine zwei Meinungen, oder? Ah, da ist er auch schon. Der wird sich freuen, oder? Andrea, just gone over those last-minute strategy changes you sent over. Okay. Yeah, I just want to make it clear, whatever happens out there today, I get pit priority, yeah? Nein. Well, we'll see how the race develops. If you need priority, you'll get it. But I can't go into the race with that on the table. Look, we all know Jackson's not pulling his weight. Now, if you want the points, I need to make sure he's not going to get in my way. Do you get me? Devin, we've talked about this. Give Aiden some space. It's not about you getting in the way of each other. It's about everyone pulling together, racing as a team. Of course. Yeah, so, pit priority, yeah? All right, ciao. Ach, dieser Typ. Andreo gefällt mir, der ist sehr sympathisch. Hat man auch schon in der ersten Folge, im ersten Kapitel gesehen. Oben sieht man übrigens so ein Performance-Level und ein Reputation-Level. Die werden beeinflusst durch solche Interviews, wie wir sie eben gegeben haben. Und natürlich auch durch das, was wir auf der Strecke abliefern. Das in Miami war ja gut, bevor das Auto dann gestreikt hat. Mal gucken, wie es hier in Montreal wird. Wir haben ja groß angekündigt in diesem Interview gerade, dass Stroll und Latifi kein Problem zu besiegen sein werden bei deren Heimrennen.
Es würde natürlich helfen, das jetzt auch umzusetzen. Ich denke auch für diese Level natürlich. I'm telling you, oh, David Coulthard, I'm telling you. Connor Sport have played a blinder, pairing Butler and Jackson, if they can pull together. Ja, das ist, glaube ich, ein großes If. Oh, Rosanna Tennant, die kennt man ja auch aus der echten Formel 1. Cool, dass die da solche Leute hier in Game haben. Connor Sport looked solid in the practice session. Let's just hope the car holds up. Ja, ich hoffe auch, dass das Car holdet. Zugleich habe ich aber auch so ein bisschen Angst, muss ich gestehen, zwischen Devin und Jackson. Ich glaube, da könnte es bald mal irgendwie eine Kollision geben oder ähnliches. Into Turn 2 we go now. Butler comes out of the pit lane. Jackson is right there with him. This is dicey, Ant. Neither one of these two wants to give way. This would have been a lot cleaner if Jackson had just let him go. He's just not giving him an inch. They continue onwards, still wheel to wheel, almost touching there as well, as we head down the straight towards the next chicane. Nothing to separate either car, and through the chicane we go, and now Jackson sends them both off the track, and Butler over a curb. That looked nasty. I do believe that one of their cars is damaged here, Crofty. I think it's Butler. Damage, Ant, but also they've lost places too. Unbelievable and totally unnecessary as well. Well, one damaged car, places now to make up. What a complete mess that was. Ist das überraschend? Also für mich nicht. Reclaim 13th place. Ist unser Objective. Let's get those places back, sagt auch der Ingenieur. 7 Runden haben wir Zeit. Auf Platz 17 ist es zurückgegangen. Offensichtlich ist aber zumindest Aidens Auto hier unbeschädigt. Somit bin ich guter Dinge, dass wir noch zurückkommen können, dass wir uns noch nach vorne fighten können. Wer weiß, vielleicht sind ja sogar noch Punkte möglich. Das wäre doch was. In Kanada sind wir unterwegs, auf einer der sehr, sehr stark veränderten Strecken dieses Jahr. Die ist viel, viel realitätsgetreuer, wie man vielleicht auch schon im ersten Preview-Video sehen konnte. Da bin ich ja bereits ein bisschen drauf eingegangen. Ah ja, und jetzt haben wir aufgrund dieser Interview-Antwort noch so ein Bonus-Objective, nämlich vor Latifi und Stroll ins Ziel zu kommen, den beiden Kanadiern hier. Das macht's natürlich nicht gerade leichter. Erste Chance jetzt vielleicht an Mick vorbeizukommen, oh ja. Oh nein! Bisschen zu nah da vorbei an ihm. Leichte Berührung, aber das war nichts Schlimmes und wir ziehen vorbei. Ah, Latifi ist schon hier vorne. Okay, ja, den zu schlagen wird, glaube ich, kein Ding. Hoffentlich zumindest ganz nah dran an Nicolas hier in der ersten Kurvenkombination. Vielleicht da außen rum vorbei. Ah, nee, schade. Ja, natürlich können wir das Ganze hier auch so ein bisschen dazu nutzen, um die KI weiter auszutesten. Hier jetzt mal vorbei. Das war eine Kurve, auf der es häufig zu Kollisionen kam im letzten Spiel, weil die KI da auf einen eingelenkt hat. Das war hier jetzt gar kein Thema. Und wir ziehen zugleich auch noch easy vorbei an Latifi. Sehr, sehr gut. Ganz, ganz schwer finde ich die letzte Schikane noch hier auf dieser Strecke. Die ist so anders. Vor allem die Rechtskurve in der Schikane. Da ist die Wand irgendwie viel näher an der Kurve dran. Und das macht es echt schwer, die richtig einzuschätzen, wenn man das ganz anders gewohnt ist aus den letzten Jahren immer. Ocon noch an derselben Stelle vielleicht, an der wir Latifi vorhin überholt haben. Wir haben hier keine Zeit zu verlieren in diesem Rennen. Albon ist dann schon der geforderte 13. Platz. Aber es gilt für das Bonusziel ja noch Stroll einzuholen. Was weiß ich, wo der ist. Ein bisschen weiter vorne auf jeden Fall. Oh, der Leclerc ist out of the session. Das wird uns wahrscheinlich eine Position schenken. Somit müssen wir Albon vielleicht gleich gar nicht mal überholen. Aber wir müssen das natürlich, um zu Stroll aufzuschließen. Das ist ganz klar. Hier ist Gelb. Da wird Charles irgendwo sein Auto abgestellt haben. Das hilft natürlich. Ja, ja, da steht er. Ein typischer Motorschaden bei einem Ferrari. Oh, und DRS jetzt auf Albon. Das gibt doch schon die Chance, oder? Innen vorbei, in der Kurve hat es vorhin gekracht zwischen Butler und Jackson. Aber gegen Albon gibt es hier nichts Komisches. Sehr gut. Diese Bonusziele sind aber cool. Ich mag das, weil das so auch die Herausforderung in so einem Rennen schwieriger macht. Diese Basic-Objectives, die man nämlich hat, also diese Standard-Dinger, die sind relativ einfach zu erfüllen. Das haben wir ja jetzt schon geschafft in diesem Rennen. Stroll aber noch zu holen? Boah, das wird nicht easy. Ich schätze mal, dass der, ja gut, mindestens 9. wird er auf jeden Fall sein. Da muss man erstmal hinkommen in 3 verbleibenden Runden. Ja, der ist auch 9. Der ist auch 9. Da konnte ich so den grünen Aston erkennen. Das wird er schon sein, aber da sind halt noch 2 andere Autos dazwischen.
Ganz nah dran jetzt an Norris und Joe zu Beginn der DRS. Gerade das DRS wird auch vorhanden sein. Reicht das zumindest mal gegen Lando? Ist immer schwierig, sich vorbeizubremsen in die Schikane hinein. Aber wir müssen es uns fast trauen, um das Bonusziel auch noch zu erfüllen. Sehr gut. Ich bin schon guter Dinge, dass das klappen wird, aber auf jeden Fall machen diese Bonusziele das um einiges herausfordernder, was mir sehr gut gefällt und was ja auch ein Kritikpunkt so ein bisschen an Breaking Point 1 war, dass das Ganze einfach größtenteils sehr, sehr easy war, in den meisten Fällen zumindest, auch wenn man auf schwieriger Schwierigkeit spielt, was wir hier ja tun. Vorbei an Joe, eine Position noch und Lance ist auch nur auf den harten Reifen, aber es ist nur noch eine Runde nach dieser hier. Oh, das wird hier wohl so eine Last-Second-Aktion werden müssen. Wir sind dran an Stroll, haben das DRS. Das wird eine Chance geben. Aber auch Lance hat natürlich das DRS auf Tsunoda davor. Und somit wird das wahrscheinlich nicht reichen für dieses Bonusziel. Nee. Tatsächlich scheitern wir daran. Ja, ja, und nicht optimal jetzt hier in der Schikane. Wow, wow, das wird ganz, ganz knapp. Es hätte auf jeden Fall reichen können mit ein bisschen mehr Glück, wenn ein paar Sachen schneller gelungen wären. Aber es ist cool zu sehen, dass das nicht leicht ist. Und direkt geht auch der Ruf so ein bisschen runter dadurch, dass wir es angekündigt haben, dass wir die beiden Kanadier schlagen. Jetzt bin ich mal gespannt auf Butler. Der wird nicht glücklich sein über die Kollision. Oh, erstmal ist aber der Boss wahrscheinlich nicht ganz so glücklich. Und das ist noch viel schlimmer. Aiden, just a heads up, we're putting the debrief back by 30 minutes. Okay, thanks for letting me know. Listen, while I've got you on, what happened out there today? It wasn't my fault. Devon thinks he's the only one driving. I don't want to dwell on it too much at the meeting, but this is not how you run a team. You know this. Of course, it's just... No, I don't want to hear it. We have enough problems as it is. Whatever has gone on between you two in the past, I need you to put it to bed. Sure. I don't want to have to talk to you like this, Aiden, and I'll be saying the same to Devon. Oh, come on now. Sure. See you at the debrief. Ah, ich mag den Kerl. Der managt das Ganze echt gut. Die News, die zerreißen sich natürlich auch das Maul darüber. Teammates don't always play nicely. Calamity at Corner Sports. If it's not the car, it's the drivers. Einmal funktioniert das Auto bei beiden und dann nehmen die sich da gegenseitig aus dem Rennen. Das ist, ja, das ist alles nicht schön, ne? Nicht das, was man haben möchte. Social Media, to finish 10th after a tussle like that. Nice one, Aiden Jackson. Ah, long bottom, du warst mir schon immer sympathisch. Crofty hat auch was zu sagen. Well, if they can't bring in the points, they'll bring in the drama. Immerhin, fürs Entertainment sorgen wir hier bei Corner Sport. Enjoy it while you can, they won't be there next season, meint F. Watt zu Crofty. Schauen wir mal. Maxime, die kenne ich auch, ist auch so eine Content-Creatorin, oder? Irgendwie, der sagt mir auf jeden Fall was. 10th place for Aiden is an impressive result, considering, you know, Connor Sport. Und Noble 2909 gab es damals mal, auch so eine F1-Legende, ganz lange her schon, vielleicht kennen den manche. It's been, ich weiß nicht, ob das jetzt er sein soll, aber... Vielleicht. It's been a promising start to the new ground effect era. I think we're seeing closer racing. Okay, das geht jetzt nicht an uns hier bei Corner Sport. You'll never guess where I am. Brian Doyle, den kennt man auch aus Breaking Point 1. Das ist interessant. Der war da so ein bisschen, der auf Aidens Seite war häufig mal. Und ja, genau, hier, Debrief, genau, das Debrief sehen wir dann in der nächsten Folge. Das wird interessant, Alter. Da wird's ordentlich zur Sache gehen. Das war's von Kapitel 2 der Breaking Point 2 Preview. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei leider schon der letzten Preview-Folge zu diesem Modus. Danach müssen wir uns ein bisschen gedulden, um das Ganze hier komplett spielen zu können, auf Deutsch auch, was, ja... Gut, für mich stört es nicht auf Englisch, aber das wird auf Deutsch doch mal eine andere Erfahrung für vielleicht einige von euch, die das so auch nicht so gut verstehen. Und außerdem kann man dort auch alles spielen, ne? Da weiß man, wie das Ganze weitergeht, wie es am Ende dann auch ausgeht. Ich freue mich sehr drauf, aber ein Kapitel steht uns noch bevor, dann beim nächsten Mal. Das wird mit Sicherheit auch sehr, sehr spannend. Haut rein, danke fürs Zuschauen.